Ich und mein Freund Stefano wurden von Johnny Laser Melody und Leslie Cheng. Wurden von Leslie Cheng. Okay, kurze Zeit später kam Richman. Wir haben mich und meinen Freund mit Waffen bedroht. Und der hat dann geschubst. Hm. Altenau. Zauberwald auf der Brücke. Was? Rosa Laser zog Schusswaffe und schoss zweimal. Im Ex-Freund. Er hörte das Geschehen im Zauberwald, dachte er, Scherz, wenn wir. We can turn this ship around. Jetzt ist die Leitung belegt. Jetzt ist die Leitung belegt! Oh. Das ist genauso wie Alan Harper aus Two and a Half Men. Ja, absolut, das ist er gerade. Und es ist unglaublich witzig. Ich find's witzig. Ich hoffe, er bleibt dafür immer wohnen. Es wäre super lustig. Auf Toto, ja, zu Daniel fliegen wir. Zu seinen Eltern quasi. Wir werden jetzt den Eltern von Daniel vorgestellt. Und Liv geht da nur hin, weil sie die Befürchtung hat, dass seine Eltern nicht glauben, dass er mit der Bezirksstaatsanwältin zusammen ist. Genau, das ist so eine Regel bei uns im Bett zu Hause. Nur mit Kriminellen da rein, bitte. Genau, also ja, wenn man jemanden staut, mich, also ich wundere mich, dass sie noch lebt, ich bin ehrlich. Also, oh, telefoniert immer noch, aber er macht das genau wie ich, er läuft über den ganzen Platz, wenn er am Telefonieren ist. Nein, wieso rufe ich denn jetzt? Ach nein, Entschuldigung, Mr. Rose, ich habe mich verdrückt. Ja. Also, Mr. Laser, es gibt aktuell zwei offene, also Entschuldigung, Mr. Laser, es gibt aktuell zwei offene Akten gegen sie. Zwei. Erste Frage, ja, erste Frage. Ja. Am 7.10., warum genau haben Sie da Frau Kimchi den Staudamm runtergeschubst? Bobby? Luna. Nee, wie heißt sie? Doch. Ja? Warum haben Sie den Staudamm runtergeschubst? Hobby. Als Hobby. Ist ja Hobby. Wollte den Staudamm runterschubsen. Ich glaube, das haben wir schon geklärt. Dafür saß ich schon. Sag nee. Ich noch nicht? Nee. Dann habe ich es nicht getan und ich möchte meinen rechtlichen Beistand dazu holen. Jetzt noch? Jetzt geht nicht. Ja. Da brauche ich meinen göttlichen Beistand. Oh Gott, sitzt sie gerade auf Toilette? Schlimmer. Oh. Ich werde genauso macho sein wie ein Haufen Kacke, wenn ich hier runterkomme. Oh Gott. Passen Sie bitte auf, dass Sie nirgendwo runterfallen jetzt. Heilige Scheiße. Ja. Aber ich trage das trotzdem mit ein, dass es ein Hobby von Ihnen ist. Gut, wie ist das mit Frau Altenau, Ihre Ex-Freundin? Wieso haben Sie die angeschossen? Wer ist denn Frau Altenau? Susanne Altenau. Ach, Ihre Ex-Freundin. Ja. Oh. Hm? Haben Sie so viele Ex-Freundinnen, dass Sie sich nicht mehr erinnern können? Mr. Laser. Sind Sie so eine? Ich kann Ihnen nicht sagen, ich war das nicht. Das habe ich schon ausgesagt. Wahnsinnig, ja. Das ist eine andere Geschichte, das werde ich noch prüfen lassen. Also, Sie wollen jeweils Ihren anwaltlichen Beistand dabei haben. Wer ist das denn? Die Black Lotus. Der Name großartig. Wurde damals immer meinem Gemächt gegeben. Deswegen finde ich das immer so witzig. Weil Sie sich nie gewaschen haben untenrum, oder was? Frau Zane, ich werde ja? nichts mehr unter meinen rechtlichen Beistand sagen. Also, entweder holen wir unsere Group dazu oder das war's. Ja. Also doch noch heute. Heute geht's, glaube ich, nicht mehr. Okay, Mr. Laser. Habe ich verstanden.
Aber morgen. Morgen? Ja. Ja, dann machen wir das morgen. So verstanden. Freue ich mich drauf, Professor Laser. Bis dann. Kommst du eigentlich wieder nackt, oder? Ob ich gerade nackt bin? Nee, ob sie dann wieder nackt kommen morgen. Wie wollen Sie es denn, Frau Zane? Na, am liebsten ohne. Dann komme ich nackt. Perfekt. Da freue ich mich. Wenn Sie Ihre Anwälte auch noch dazu kriegen, sich nackt auszuziehen, lasse ich beides fallen. So, verstanden. Alles klar. Ciao. Tschüss. Bitte versuch es wirklich. Bitte versuch es wirklich. Ich möchte das Gesicht von Mr. O'Malley sehen, dass ich nackt ausziehen muss. Ich kann nicht mehr. Oh Gott, ich kann nicht mehr. Abi, ihr vertretet also Mr. Laser, ja? Meine Frau hat mich gerade angeschnauzt, warum ich dich Liv genannt habe. Mr. Johnny Laser. Oder wisst ihr davon eurem Glück noch gar nichts? Wann soll das sein? Für morgen für eine Aussage von 2 Akten. Morgen für eine Aussage von 2 Akten? Ich weiß, du kannst nicht, weil du bist morgen beschäftigt. Ich, ne? Genau, ich bin morgen beschäftigt. Genau. Ja. Ich wollte nur fragen, ob... Morgen? Ist doch nur Junggesellenabschied, oder nicht? Ich habe keine Ahnung. Aber heiraten bitte Freitag, oder nicht? Frag die falschen Menschen und du bist komplett aus der Planung raus. Oder frag die richtigen Menschen, ja, dem, wie man sieht. Okay. Ja, aber Hochzeit ist doch Freitag, oder nicht? Hochzeit, also das Zeremonielle ist Freitag, ja. Ja, okay. Weil da wurde ich ja schon eingeladen und da habe ich ja gesagt, ich komme dann nach der Verhandlung nach. Sehr schön. Ja. Unterschrieben haben wir ja schon. Genau, das weiß ich. Nee, genau, weil ich habe den gerade angerufen, weil er mich angerufen hat und gefragt hat, ob noch Akten offen sind, wo er noch aussagen muss. Habe ich gesagt, ja. Und dann wollte er irgendwie doch nichts dazu sagen, sondern hat gesagt, hier, meine Anwälte, Black Lotus, mit denen komme ich dann morgen vorbei. Dann wirst das ja aber wahrscheinlich nicht du sein. Das wird dann wahrscheinlich die Frau Shelby sein. Ja, hervorragend. Er wird Frau Shelby wahrscheinlich fragen, ob sie nackt kommen kann. Ich war nur schon mal vor. Deswegen rufe ich eigentlich an. Sie soll es nicht persönlich nehmen. Nee, ich habe schon irgendwie eine SMS mal bekommen mit verhaftet, weil es so sexy. Also. Was? Ja, nee, vergiss es. Okay. Moment, die hast du bestimmt von Frau Melli bekommen. Nein, ich wurde doch nicht verhaftet in meinem Leben. Das kann sie mir echt noch schreiben. Aber du hast noch keine Handschellen von. Oh. Na doch. Achso, dachte ich schon. Ja, nee, ist alles gut. Sag mal, kannst du vielleicht Handschellen? Ach, ist auch egal. Gut. Ich kann dir. Vergiss Handschellen. Handschellen sind langweilig. Okay. Seile. Okay. Ja, also Baumarkt. Verstehe. Gut. Nimm Hanf. Ich nehme Hanf. Pass auf, Hanfseile. Weißt du warum? Nylon gibt nach. Verstehe. Hanfseile bleibt dann schneidet, fest. Und dann schneidet das auch so unangenehm ein, wenn das nachgeht. Ja, nein. Stopp. Du legst es doppelt. Ich schneide das nicht ein. Ja, danke, Harvey. Wirklich, das ist ein schönes Gespräch gerade. Ich freue mich. Du hast angefangen mit Handschellen. Richtig. Nein, warte, eigentlich hast du angefangen. Mit verhaftet wegen sexy. Aber ist auch egal. Ja, das war ja die Aussage von dem Laser. Ja, Ach so, ja. Das stimmt. Also, Frau Shelby soll sich da nicht wundern, wenn sie morgen gebeten wird, nackt zu kommen. Sag ihr bitte, sie soll nicht nackt kommen, ja? Ich glaube, Wanda wird sich hüten, nackt zu kommen. Gut, perfekt. Freue ich mich. Es wär bestimmt für alle eine Augenweide, aber... Ich habe da auch nichts gegen persönlich, aber ja. Ist auch nicht verboten. Nee, absolut richtig. Ich hatte Johnny Laser schon nackt in meinem Büro sitzen und der Chief Justice hat's gesehen und hat dann erstmal Mr. Laser zur Rede gestellt und hat dann mir irgendwie einen Heiratsantrag gemacht. Ich bin ganz verwirrt, Harvey, wirklich. Laser hat dir einen Heiratsantrag gemacht? Ja, quasi. Also er hat den Chief Justice um meine Hand angehalten. Es ist wirklich verwirrend. Glückwunsch, I guess? Ja, nein, auf gar keinen Fall. Harvey, auf gar keinen Fall. Ich habe den Menschen noch nie getroffen. Also, aber Leaf Laser gehört. Würde irgendwie passen, oder? Bin ganz ehrlich. Das ist ein cooler Nachname. Ja, vielleicht mache ich es für den Nachnamen. Den bringst du aber bitte nicht als +1 mit, danke. Okay, mach ich. Du kannst gerne jeden +1 mitbringen, aber nicht den. Nicht den, okay. Nicht den.
Also, Willy Campbell wäre okay, ja? Wer auch immer das ist. Was? Kennst du nicht? Okay, dann Phineas Taylor von Richmond wäre okay, ja? Phineas Taylor von Richmond wäre okay, ja. Der ist Hans noch bei mir. Dann? Mega, frag ich ihn mal. Dem drohe ich einfach, wenn er sich nicht rafft, dass ich ihn nicht verteidige und beim nächsten Mal wieder in Nebenklage sitze. Dann ist er zahm. Ja, dann sind es wieder 130.000. Hervorragend. Richtig. Ja, wunderbar. Die 130.000 war wer anders. Das waren bei ihm dann meistens 22,50. Ja. 22,500. Die hat er übrigens letztens komplett abbezahlt, ne? Endlich weiß mal. Ich, die habe ich bei mir auf dem Konto und ich erreiche die Frau Lilith jetzt Matzen nicht. Nee, nicht mehr Matzen, die heißt jetzt Deville, oder nicht? Oder Deville, so rum. Was? Jetzt Deville, glaube ich. Jetzt Deville, ich erreiche sie halt nicht. Ich habe jetzt 15.000 von ihr auf dem Konto und freue mich da sehr drüber, aber ich behalte nur 20% von ein. Ja. Na gut, wenn sie nicht will, schenkst du es dem Community Center oder so, ne? Gut. Genau. Also Hanfseile, ja. Okay, schreibe ich auf die Liste. Hanfseile. Wichtig, wichtig, wichtig. Okay. Hanf ist besser als Nylon, weil Nylon. Ja. Schneidet ein nach. Und dann doppelt und andersrum. Das genau, gibt nach ein. Und deswegen doppelt und deswegen schneidet dich ein. Ja, hab ich verstanden. Und du knotest quasi auf dem Seil, nicht unterm Seil. Ja, das muss ich ja dann dem anderen Part sagen, ne? Was weiß ich, wer. Also, ne? Ja, genau. Jedem, wie er möchte. Naja. Leg aber eine Schere dabei, weil wegen Sicherheit und so. Ja, na klar. Hm? Ja, danke. Schönes Gespräch. Schönes Gespräch. Wundervoll. Aber ansonsten, Handschein kannst du dich auch gerne fragen. Na klar. Mach ich. Habt ihr eigentlich einen speziellen Wunsch für das Hochzeitsgeschenk? Ein schönes Auto. Kann ich da was Gutes tun? Na, definitiv. Ne? Ein wunderschönes Auto. Überrasche uns. Mhm. Ich überrasche euch. Alles klar, krieg ich hin. Überrasche uns. Also, das ist, glaube ich, ein Pfister Cabrio. Wir sind da völlig offen. Und, ja, sehr schön. Und wenn du an allem teilnehmen möchtest, du kommst ja eh nach, ne? Ja, ich habe leider eine Verhandlung an dem Tag, deswegen, ich werde es nicht zur Zeremonie schaffen, aber zur Party bestimmt. Ja, die Zeremonie werden eh wahrscheinlich nicht viele mitbekommen. Achso, ja, dann ist ja perfekt, dann habe ich keinen Schiss gelesen. Weil man bräuchte nämlich dann Neoprenanzug, eine Taucherflasche und Schwimmflossen. Und ein Funkgerät. Also Unterwasserfunkgerät. Ja, wunderschön, das Auto, wunderschön. Gut, Harvey, vielen lieben Dank. Ja, so wird es ein bisschen kürzer, weißt du, das ist dann nicht so rum. Ja. Dann ein bisschen. Was denn? Ist okay. Passt auch zu Miss Hay, ne? Muss man wirklich sagen. Ja. Harvey, ich werde hier gerade belagert. Ich muss mal langsam auflegen. Ja, danke. Viel Spaß. Ja, danke. Gönn dir mindestens 40 Minuten, ansonsten weißt du selber, ne? Ja, ciao. Ciao. Was war das für ein Gespräch? Ach, ja, schon schön, oder? Ja, wunderschön. Oder, was sagen Sie? Auto, ne? Sie, ich würde mich ja, wann Sie? Ich dachte schon, Sie stehen da, damit wir Ihr Auto begutachten, ne? Ja, natürlich. Die ganze Zeit. Ich warte die ganze Zeit, damit Sie mich drin sitzen sehen. Also wirklich. Ja, wunderschön, ne? Das ist ein Pfister Cabrio, ne? Das ist absolut richtig. Ein Pfister S2 Cabrio. Ja. Schön. Warten Sie, pass auf. Es geht sogar, ne? Also, ich meine, es gibt ja Cabrios, die haben so einen Hardtop. Das ist ja langweilig, ne? Mhm. Also, ich meine, das ist ja, also, da kann man ja gar nicht, ne? Da regt es ja den ganzen Tag rein. Das ist ja Quatsch. Oh. Ganz einfach bei mir. Hier, zack. Ach, wunderschön, ja. Gut, ne? Ja. Hervorragend. Ach, allwettertauglich. Wunderbar. Und ich muss sagen, es steht mir wirklich, ne? Steht mir. Also, es passt wie raus auf Auge, ne? Passt einfach, ne? Also. Ja, komm, muss ich einfach zuschlagen heute. Und ich gucke sonst nie ins VNet. Und heute gucke ich ins VNet und das Erste, was mir angezeigt wird, ist, dass das Auto verkauft wird. Ja, Geld muss unter die Leute gebracht werden, ne? Ja, das sowieso. Was hast du gezahlt? 155.000, das kostet neu über 200. Ach, das ist Fulltuned. Das ist auch noch Fulltuned. Okay, das ist ein Schnäppchen. Gibt es das bei Car Dealer oder wo gibt es das? Nee, bei Luxury Cars. Luxury Cars, hätte ich mir auch gedacht. Ja, Frau Melli. Du bringst Johnny Laser als dein Plus 1? Was? Nein! Oh Gott! Nein! Hä, was erzählt ihr da schon wieder? Überhaupt gar nicht! Was labert er? Ach, ja. Dann habe ich ihn falsch verstanden. Wer ist der Plus 1? Das will ich wissen. Aktuell habe ich keinen eigentlich. Also kann ich das kurz vorher vielleicht? Oh, weiß nicht. Ja, Ellen vielleicht? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich wollte ein Gossip hören, okay. Achso, nee, gibt kein Gossip. Nee. Johnny Laser ist nicht meine Plus 1, vergiss es. Ja, gut, weil den kleinen, also das habe ich nicht gesagt, der kommt da nicht rein. Ja, dachte ich mir. Ist besser so. Außerdem ist er dir frauenfeindlich bis zum Geht nicht mehr.
Ja, das habe ich, ich persönlich noch nicht festgestellt. Der hat nämlich um die, meine Hand angehalten beim Chief Justice, ja, aber sonst. Was? Der Beschützen hat dich. Er hat die Frau Clark Sekretärin genannt. Als wenn es eine Beleidigung wäre. Oh mein Gott. Ja, mich noch nicht. Mich nennt er immer Staatsanwältin. Also bei mir ist alles gut. Ja, nee. Ja. Nicht. Frauen müssen zusammenhalten. Ja, ist okay. Ich habe jetzt auch nicht zugestimmt, ne? Ach, ja. Ellen schon? Ja, ich nicht. Ne, das ist ein bisschen schwierig. Gut, alles klar, Frau Belly. Alles klar. Doch. Habe ich tritt dich gleich in den Arsch, ne? Das ich könnte das den ganzen Tag anstarren. Ja, nein, ja, ne? Nee, das ist schön, das Auto. Ja, ich leg dann. Ja. Gut. Das ist echt schön. Was wollen Sie denn jetzt eigentlich von mir? Ja, wir wollten uns das Auto angucken. Ja, es ist wirklich schön, oder? Und ich war, es war wirklich ein Schnapper. Ich bin ehrlich. Ja. Wir haben Glück gehabt, ne? Ja. Haben Sie jetzt auch das Gespräch gehabt? Erst mit dem Porsche und dann mit der Frau? Ja, jetzt rufen die immer beide an. Das ist ja schrecklich. Ja. Oh, um Gottes Willen. Ja. So ein Pärchen. Echt ekelhaft. Ja. Und dann beide angerufen. Hat der Porsche angerufen, hat gesagt, er muss diese Anwaltskammersitzung muss er verschieben, weil er will auf einen Junggesellenabschied von ihm gehen. Ja, richtig. Genau, er hat seinen eigenen Junggesellenabschied, Ja, da habe ich gesagt, ja, nee, ich habe vor einer Woche geladen, also kommen jetzt alle und wer nicht kommt, hat halt Pech gehabt. Ja, richtig. Ja. Ah, können wir das nicht eine halbe Stunde vorverschieben? Nein. Nicht nachgeben jetzt, Mr. Delanois. Ja, und dann hat er wutend aufgelegt und dann kurz danach rief die Frau an. Hat mich zur Hochzeit eingeladen am Freitag dann zur Feier. Schön. Ja, mich auch, aber wir haben ja Freitag leider noch eine Verhandlung. Ja, ich kann weiß. Ich weiß. Ja, kurz, also zwei Tage. Ich würde mir wünschen, dass Empire würde sie verschieben. Also, ja. Empire, ne? Über 48 Stunden in dem Fall ist normalerweise. Deswegen hat er wahrscheinlich auch die Verhandlung am Donnerstag verschoben, ne? Der Porsche. Also hast gesagt, er kann nicht, wegen dieser mit Mr. Fox, mit genau. Anwälten, dass sie keine rankriegen. Ja. Da hat er aber tatsächlich gesagt, er kann nicht, weil er da Jungs in Abschied hat. Da war ehrlich. Ja. Ich hätte es auch nicht verschoben, Mann. Dass sie da mal einmal mit ihr reden, ob es da Möglichkeit gibt, da zu verschieben. Das kann ich jetzt nämlich tatsächlich nicht entscheiden. Oh, wer will was verschieben? Jetzt habe ich es gehört. Haben Sie es auch gehört? Ja. Ich habe es gehört. Irgendjemand will Anklage verschieben. Vielleicht ist es ja Freitag. Gucken wir mal. Wären Sie der Richter gewesen? Weiß ich noch gar nicht, wissen wir noch. Weil, also ich habe Freitag eine Verhandlung gegen das Empire und Sonntag eine Verhandlung gegen das Empire. Das. Ja, wir sollen langsam mal über den Beschluss drüber gucken, ne? Von der Richterschaft. Ah, die haben heute wieder nur Fuchsjagd gemacht. Ich sag Ihnen Bescheid. So, das ist die vier. Heute erst. Ja, kann sein, dass die Tage mal auf sie zukommen, ne? Die Tage, ja. Jetzt noch, ne? Ja. Also, sie können es halt auch nicht lassen. Weißt du, sie rufen mich, jeder Einzelne ruft mich quasi von denen jeden Tag an, so: Wie sieht es denn eigentlich aus über den Beschluss? Frau Say, nehmen Sie den doch mal zurück. Nicht so: Erstens, das ist Richtersache. Ich gar nichts mit zu tun. Dass sie den Beschluss haben. Ja, tun sie nämlich eigentlich nur in der Öffentlichkeit. Das gefällt ihnen nämlich eigentlich überhaupt nicht. Das gefällt denen überhaupt nicht. Die fragen mich ständig. Da bin ich ja gar nicht drauf gekommen, ne? Ja. Das gefällt denen überhaupt gar nicht. Aber ich bin froh, dass sie Sie anrufen und nicht uns anrufen. Ja, vielleicht wird sich das jetzt hoffentlich endlich ändern. Wir haben nicht 20 Mal gesagt, dass es die Richter machen. Die Sachen rauszuschicken. Und ich habe da selber auch ein Auge drauf, weil ich zwischendurch auch dachte, es ist ein bisschen ruhiger geworden um die, aber jetzt heute allein wieder diese Fuchsjagdakte und ja. Ich hab auch gedacht, es ist ruhiger geworden, jetzt haben sich die ganzen Anklagen. Ja. Deswegen. Ja, das ist natürlich ein bisschen. Naja, es kommt ja auch noch die Sache mit dem Chief Justice Nummer 2 dazu. Und da ist ja aber Grant dran, da habe ich keinen Einfluss drauf. Also, der macht das irgendwie nicht fertig. Ah ja, kommt ja auch noch. Das kommt ja auch noch dazu. Wenigstens. Ja, also ein bisschen was ist schon noch zu tun. Also, wie gesagt, wenn da ein Problem ist, dann mit der Frau Zane reden, weil wir nur das die offizielle Sache mal schicken und dann war es das. Guten Abend. Guten Abend. Ja, gerne. Schönen Abend. Der Chief hat sich ihr Auto nicht angeguckt. Ja. Doch. Liv, kann sein, dass Corbett sie gleich anruft. Was will er denn verschieben? Die Verhandlung für Freitag. Ach, ne Gott sei Dank. Kein Anwalt. Kein Anwalt? Ich kein Anwalt rein. Hä? Corbett braucht einen Anwalt für Freitag? Nee, Calvert, nicht Corbett. Ach, Calvert. Achso, Calvert. Ja, wahrscheinlich, weil die ganzen Anwälte auf eine gewisse Hochzeit eingeladen sind. Ja. Yep. Ja, perfekt. Cool, dann kann ich auch zur Hochzeit. Yes! Ja. Ich habe schon gefragt, ja, wie ist es denn? Ist das nicht eigentlich schon für alles verjährt und so? Nee, ich habe es pünktlich eingereicht. Ja, ich weiß, ne? Genau 2 Stunden, 30 Minuten vor Verjährung habe ich es eingereicht, die Anklage. Ja, alles gut. Sehr gut. Ich war auch nur ein bisschen gestresst. Naja, nur ein bisschen. Nur ein bisschen. Dann hat er sich gerade aufgeregt, warum er es 2 Tage bevor die Verhandlung losgeht, die SMS bekommt.
Immer 48 Stunden. Ah, ist über 48 Stunden in dem Fall sogar gewesen, aber ja. Ich bin der Meinung, 2-3 Tage ist normalerweise gut, weil dann ist das noch frisch in Gedanken, dass man das bekommen hat. Ja. Eine Woche ist zu viel oder so. Noch hat er es nicht bis zu mir geschafft, eine Telefonleitung. Delanor? Ruf er jetzt den Richter an? Ich wollte gerade sagen. Traut sich nicht mehr, mich anzurufen. Ach, Cordwell, okay. Ich wollte gerade sagen, die traut sich nicht mehr, mich anzurufen. Guck mal, da habe ich überhaupt nichts gegen. Dann machen wir das Montag. Das ist okay. Nee, warte mal, habe ich vor Montag Anklage eingereicht? Ich weiß es schon nicht mehr. Nein, Montag ist bis jetzt leer. Montag bin ich auch nicht da, weil Samstag und Sonntag, nee, weil Freitag und Sonntag eine Verhandlung ist. 16, da erinnere ich mich nicht. Ja, dann können wir das auf Montag verschieben, weil danach bin ich nicht da. Das wird schwierig. Na gut, wenn Freitag dann nichts ist, dann bin ich auch Freitag und Samstag nicht da. Ich bin Samstag auch nicht da. Ja, dann mache ich das Montag, dann habe ich Sonntag und Montag eine Verhandlung. Ja, mach's halt, wenn er sich bei dir meldet. Und wenn nicht, dann nicht. Ja, aber ich will auch auf die Hochzeit. Ich soll das ruhig verstehen. Ja, gut. Boah, ich muss langsam zum Flughafen. Mein Flug geht. Dann, schönen Flug. Mit meinem schönen Auto fahre ich da jetzt hin und bezahle richtig teuer das Parkticket, weil das, Wo geht's denn hin? Nur für ein paar Stunden nach San Francisco. Ah, okay. Jemanden besuchen dann, und dann morgen wieder zurück. Dann schöne Reise, ne? Ja, danke. Bis morgen. Jetzt läuft der Motor noch, ich habe ihn rausgemacht. Flughafen. Okay, weit lange bin ich nicht mehr erreichbar. Zu verschieben. Rufen Sie doch einfach an. Wir mögen eh keine Verhandlungen, wo kein Anwalt da ist. Ich mag Verhandlungen viel lieber, wenn der Anwalt da ist. Gott, das Auto macht mir ein bisschen Angst. Aufgrund der Zeit verzichte ich mal darauf, tatsächlich die Tasche zu holen, ja? Ich hoffe, das ist okay für euch. Schon wieder. Das vergessen. Habe ich irgendwann mal meine Tasche irgendwo stehen lassen? Offensichtlich. Meine Tasche ist weg. Ich habe die Owen gegeben, damit er die Tasche trägt. Ein kluger Mann. Eine Frau. Er hat eine Tasche dabei. Er ist ein Halbtagestrip. Auch keine Klamotten. Ich hab noch den Pulli dabei. Perfekt. Das ist ein Halbtagesrennen. Dreams are meant to be broken. Also wollte Mr. Calvert mich vorhin doch anrufen. Und wollte nicht nur so tun, als hätte er sich verklickt. Ich habe mein Passport sowas von ready. Angst steht uns irgendwie. Some dreams are meant to be broken.
Bein reicht. Guck mal. 3 Minuten, kommt der neue. So. Mr. Martinez. Scheiße, Liv Laser, das wäre nicht ein guter Name. Jetzt kriege ich das nicht aus meinem Kopf.